Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Crusaders of the Lost Idols. Anlass ist zum einen das Cookie Crusader Event und dass ich ein bisschen was über die Spielmechanik erzählen will, die ich gerade rausgefunden habe. Und ja, ich starte erstmal direkt ins Spiel. Ich bin aktuell unterwegs bei dem Slow Descent Objective. Das ist eins der, also zumindest ein ziemlich schweres Objective von Descent into Darkness, und zwar dieses hier, in dem die Schwierigkeit, also die Stärke der Monster ziemlich stark zunimmt von Level zu Level. Weswegen auch hier, also ihr seht, ich bin gerade bei einem Boss-Level, Level 70, und dort müssen 5 Bosse erledigt werden und nicht nur einer. Dass hier jetzt gerade aktuell keine Monster-Auftauchung ist, irgendwie ein Nebeneffekt, tendenziell eher ein Bug, aufgrund der Folge von der Anwendung des Resurrection. Also hier diese Resurrection des Archangels, das ist einer von den neuen Charakteren, die gerade vor kurzem freigespielt werden konnten. Das war das Oster-Event, wo der Hase und der Archangel freigeschaltet werden konnten. Und er hatte eben diesen speziellen Buff, dass er Crusader wiederbeleben kann. Das heißt, allgemein ist es, liegt die Chance nur bei 10%. Aber für die, die direkt um ihn herum sind, für die liegt es bei 100%, allerdings nur einmal alle 45 Sekunden. Und mit der Strategie habe ich jetzt aktuell mich hier in den Leveln hochgearbeitet, ohne dass ich wirklich die DPS-Zahl habe. Also wenn ich hier mal runterschaue, das Level, was ich so zuletzt abgeschlossen habe, dann kann man sehen, dass ich trotz der... Also wenn das hier jetzt mein maximaler Stand ist, ein Schaden, den ich ausrichten kann. Ja, jetzt ist aktuell noch die Schwierigkeit, dass noch keine Monster wieder auftauchen. Das wird noch eine ganze Weile wahrscheinlich dauern. Okay, also da sind jetzt die Monster wieder da. Wie gesagt, ich denke, das ist eher so ein Bug, der mit dem Archangel-Einsatz zu tun hat. Okay, also hier sind jetzt Monster da. Und ihr seht, dass der Schaden sozusagen vernachlässigbar ist. Das heißt, da taucht kaum irgendwas auf. Auch mit den Boni kriege ich die nicht wirklich groß klein oder nicht besonders schnell klein. Noch ein bisschen zu dem Event, was hier gerade läuft, weil es ist gerade das Cookie Crusaders Event, läuft noch 16 Stunden. Und während dieses Events sind einzelne Charakter oder sind die einzelnen Buffs von bestimmten Charakteren nochmal hervorgehoben, mit denen ich auch aktuell spiele. Also die Prinzessin habe ich gerade aktiv, das heißt, deren Boni auf die Kampfstärke aller Crusader ist eben verdoppelt. Dann statt meinem Werwolf habe ich aktuell jetzt Natalie Dragon im Team, weil ihre Kampfstärke um 400% gesteigert wird, allein dadurch, dass sie halt hier drin ist. Da fällt mir gerade ein, dass es da noch sinnvoll wäre, natürlich Nate mit reinzunehmen. Weil wenn er drin ist, steigert sich ihre Kampfkraft nochmal. Mal schauen. Ja, das heißt, es ist sinnvoller, dann auch Nate Dragon mit reinzunehmen, der dann nochmal eben diese Steigerung hat. Talia the Thunder King ist jetzt schon überrannt worden. Und ja, also so wie ihr sehen könnt, ist es im Moment... sind meine Crusader noch relativ schwach. Jetzt bin ich 2 Level dahinter. Und ich probiere das jetzt. So, ich probiere jetzt nochmal mit meiner anderen Anordnung, die sozusagen meine maximale Klickstärke bereitstellen soll. So. Jetzt habe ich hier auch den anderen mit reingenommen. Und ihr seht, dass ich hier mit dem Klicken letztlich kaum wirklich so weit komme, dass ich hier den Boss besiegen kann. So, ich habe jetzt gerade nochmal noch ein bisschen optimiert, mit Nate Dragon, damit ich hier auch den maximal möglichen Damage soweit habe, die den Natalie dann austeilen kann. So, eine Mechanik, die ich euch zeigen möchte, ist die Fähigkeit eben von dem Resurrection, weil im Gegensatz zu der Firestorm, der normalerweise anders auf den
auf den Bossberg. Also muss ich gucken, 51,27 ist der jetzt ausgelöst worden. In 45 Sekunden kann der erneut ausgelöst werden. Und wie ihr seht, ist er sowohl auf die normalen als auch auf den Boss ist der in gleicher Form angewendet worden. Das heißt, die 37,5% wirken sich sozusagen identisch aus, während der Firestorm auf Bosse normalerweise nur halb so stark wirkt. Das heißt, selbst wenn ich den jetzt hier verdopple, also beziehungsweise um 50% steigere, das heißt, ihr seht jetzt, statt 50 würde der 75% Schaden ausrichten, werden zwar die anderen Monster dort schon erledigt, aber das Bossmonster selber wäre an der Stelle nicht erledigt. Das heißt, ich müsste insgesamt, weil es da nur die Hälfte ist, eben 37,5 würde der dann auch nur einen Schaden anrichten. Jetzt muss ich schauen, 27, das heißt, ich kann den jetzt bereits wieder sterben lassen und kann ihn damit noch ein zweites Mal töten. Und jetzt ist sozusagen der Vorteil, beim dritten Mal dann den Firestorm anzuwenden. Das geht natürlich jetzt hier, da ich noch zwei Bosse vor mir habe, muss ich da jetzt noch zweimal resetten, damit es soweit aufgeht. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus, weil der eine Boss ist ja jetzt soweit erledigt. Einfach um ein bisschen die Mechanik genauer zu erklären. Also die Fähigkeit, wenn sozusagen der hier stirbt, dass dann alle den Schaden 37,5 bekommen und das letztlich zweimal so, bevor der Boss, der bekommt ja diesen roten Rand und geht dann in Rage und da erhöht er immer weiter seinen Schaden, bis er letztlich einfach alle Crusader überrennen kann. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall möglich, zweimal diesen Rückstoß zu schaffen. Das kann ich jetzt gleich wieder zeigen. Beziehungsweise ich werde jetzt erstmal noch sozusagen das Geld einsammeln, damit, wenn ich jetzt gleich die Skills resette, dass sich zumindest in der Hinsicht lohnt, dass alle drei Skills dort resettet werden. So, auf jeden Fall seht ihr, wie der Boss jetzt hier schon ziemlich rot geworden ist und entsprechend Rage aufgebaut hat. Das heißt, dessen Schadenskraft erhöht sich immer weiter, bis er letztlich ja auch mit der Heilung und der Schadensminimierung, also der vermindert den Schaden um 60% und erhöht die Gesundheit um 30%, weswegen der auch dann mehr aushält. Aber er würde auf jeden Fall von ihm irgendwann überrannt werden. Aber es ist eben möglich, also so jetzt habt ihr es gesehen, wie es das erste Mal, aber wenn das sozusagen so spät erst auftaucht, dann reicht es nicht, dass das Resurrection, ihr seht, das hat jetzt keine Sekunde gedauert und der ist überrannt worden. Deswegen ist es so, wie ich es gerade vorhin für den anderen Boss gezeigt habe, aber dafür muss ich jetzt erstmal hier die Skills wieder resetten, was ich mache, indem ich einen der Uncommon Warps, also einen Time Warp dort verwende. Damit sind die alle hier zurückgesetzt. Und ich kann jetzt erneut die Strategie nochmal hier anwenden, um auf die Bosse einzugehen. Das heißt, sobald jetzt hier die auftauchen, beziehungsweise jetzt muss ich nochmal schauen, nicht dass, wobei es ja relativ egal ist, ob der jetzt schon auslöst oder nicht. Weil in dem Moment, wenn der jetzt stirbt und das ausgelöst wird, dann wird der auf jeden Fall schon einmal weggeschoben. So, jetzt haben wir 17,9. Das heißt, in 45 Sekunden kann ich sozusagen den nochmal sterben lassen. Der wird zurückgestoßen. Und danach kann ich den Firestorm einsetzen, der dann zumindest auch bei dem Boss nochmal 37,5% Schaden macht und somit natürlich den Boss dann ebenfalls killt. Während eben, wie gesagt, sonst, wenn ich das auf 75% erhöhe mit dem Magnifi-Buff, wirkt sich das auf den Boss eben nur zur Hälfte aus. Das heißt, er bekommt eben nur 37% Schaden und man müsste den insgesamt dreimal einsetzen. Okay, 9. So, jetzt ist es soweit. So, jetzt muss ich den Greifen wieder nach hinten setzen, damit die Heilung und der Buff unterbleibt und dann wieder nach vorne. Und jetzt letztlich hier die 75% draufsetzen und der Boss ist erledigt. So, das Ganze muss ich jetzt noch einmal wiederholen, um letztlich hier ja, auf Level 71 dann zu kommen, obwohl ich längst nicht die DPS habe, um das Ganze zu machen. Das heißt, in der Hinsicht ist dieser ja, Archangel Resurrection Buff ziemlich ja, praktisch oder eventuell auch einfach zu stark,
weil er damit die Spielmechanik ändert. Das heißt, ich muss überhaupt nicht mehr auf die PS achten, sondern es geht dann nur noch darum, dass ich letztlich einfach das zeitlich gut time und jedes Monster killen kann, weil ich eben prozentual von seiner Gesundheit dort abziehen kann. Und ja, letztlich für so ein Bossmonster reichen dann 3 Angriffe aus, also 2 Resurrections und ein Firestorm, und dann ist das Bossmonster gekillt. Das ist jetzt halt hier die Besonderheit aufgrund dieses schweren Objectives, dass ich hier 5 Bossmonster killen muss und eben nicht Standard so nur 1, wie es normalerweise der Fall ist. So, ich werde jetzt hier nochmal rausgehen, bevor eben, weil sonst hat er zu viel Rage aufgebaut und ich kriege den nicht mehr klein. Und ich kann das Geld schon mal ausgeben, um eben Natalie the Dragon weiter hoch zu leveln. So, jetzt nochmal wieder ein Reset. So, damit stehen die Fähigkeiten wieder zur Verfügung. Und jetzt beginnt das Spiel sozusagen das letzte Mal. Und dann kann ich euch zeigen, wie ich das regulär mit den anderen Leveln mache, wo es letztlich keinen Firestorm benötigt. Also jetzt hier erstmal wieder den Greifen nach hinten setzen und sie so positionieren, dass sie hier eben keine Heilung mehr ausführt. Und dann wird er jetzt gleich das erste Mal zurückgeschossen. So, jetzt habe ich natürlich nur die Schwierigkeit, dass mir hier eine Zeitanzeige fehlt. So, ich habe jetzt 30 Sekunden. Und eben jetzt einfach nochmal die 45 Sekunden abwarten, bevor ich dann schaue, dass der Buff noch ein zweites Mal ausgelöst wird. Ihr seht, wie der Boss bereits Rage aufbaut, aber er ist noch nicht in einem gefährlichen Zustand, wo er mich schon überrennen kann. So, jetzt muss ich den Vogel wieder nach hinten setzen und damit sind sozusagen der Boss jetzt auch auf ein Drittel runter und ich kann hier mit dem 50% Steigerung und so den Boss das letzte Mal killen und ich bin auf Level 71 bzw. habe das Level jetzt verfügbar, ohne dass ich letztlich die DPS wirklich brauche. Und hier kann ich es jetzt noch einfacher machen. Hier schalte ich jetzt wieder um, weil ich brauche ja jetzt diesen Firestorm-Buff nicht mehr. Kann jetzt schon mal hier den Klickerama wieder anmachen. Einfach um sozusagen das Geld, was hier möglich ist, einzusammeln. Aber ihr seht, es lohnt sich hier aktuell nicht so sehr. So, jetzt wird es auch langsam Zeit. Also das erste Level ist eh immer recht einfach, weil das von der DPS-Zahl nochmal runtergeht. Aber nichtsdestotrotz muss ich hier dann auch jetzt anfangen, den Buff natürlich anzuwenden. Und zwar, indem ich jetzt eben auch hier wieder den Greifen austausche. Hier ist es jetzt natürlich so, dass ich einfach alle 45 Sekunden etwa das einmal hin und her spiele. Ihr seht, wie hier die Monster alle abgenommen haben. Und hier seht ihr noch ein paar neue auftauchen. Das wird jetzt gleich deutlich weniger werden. Wahrscheinlich spätestens, wenn ich das dritte Mal angewendet habe. Dann tauchen hier nämlich keine neuen Monster mehr auf. Also weswegen vorhin auch die Spielfläche so lange leer geblieben ist und keine weiteren Monster aufgetaucht sind. So, hier kann ich auch nochmal ein bisschen anheben, damit im Endeffekt seine Hitpoints entsprechend weiter nach ansteigen und er auch mehr aushält. Ich glaube, bei 14 Minuten war es knapp, wo ich die Fähigkeit eingesetzt habe. Das heißt, das müsste jetzt schon wieder funktionieren. Ja. So, und damit seht ihr, damit habe ich jetzt schon hier den ersten Teil sozusagen erledigt, weil der richtet ja auch nochmal ein bisschen Schaden an. Das heißt, hier aktuell wirkt sich das teilweise so aus, dass jetzt auch schon die ersten Monster gekillt werden, allein durch das bisschen Damage, was ich noch habe. Aber es ist natürlich unglaublich hilfreich, einfach mit dem Archangel da durchzuflügen und letztlich alle paar Minuten oder alle paar Sekunden, weil es ist ja knapp weniger als eine Minute, eben die 45 Sekunden da einfach dann hier durchzugehen. Und ich denke, das ist ein bisschen zu stark, weil ich jetzt einfach so Stück für Stück weitermachen kann. Wie gesagt, die Bosse sind ein bisschen speziell, aber nichtdestotrotz unter Einsatz vom Firestorm und eben dem Rücksetzen über den Time Warp lässt sich auch das relativ schnell erledigen und man kann nach und nach ziemlich leicht
hier das abschließen. So, jetzt ist wieder Zeit, ist wieder eine Minute rum. Und dann wieder die Positionen tauschen, damit im Endeffekt hier die Schadensminimierung und der Heilbuff natürlich aktiv wird. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade noch das Cookie Crusader Event, weswegen ich das mit Natalie mache und hier die einzelnen Charakter drin habe. Normal sollte das mit dem Jack-O-Lantern noch besser funktionieren, weil der neben dem 60% hat der nochmal eine eigene 30% Schadensminimierung. Da kann ich hier mal kurz drauf schauen, weil der hat hier, also einmal hat er hier eine Stärkung und er hat hier nochmal 33% weniger Damage. Und damit dürfte diese Strategie hier noch einfacher sein, weil der natürlich noch besser dann den Schaden aushält. So, jetzt ist wieder Zeit zu wechseln. Und also jetzt aktuell habe ich 22 von den 90 benötigten Items. Und ja, soweit für heute. Ich hoffe, es ist informativ für euch gewesen und ich bin gespannt, ob das dann noch weiter abgeschwächt wird, ob diese Fähigkeit irgendwie runtergenommen wird oder ob das zum Beispiel so angepasst wird, dass die also dass im Endeffekt dieser Buff dann genauso abgeschwächt wird wie der Firestorm, ja auf Bossmonster zumindest nicht so stark wirkt. Aber nichtsdestotrotz wirkt sich das ja hier generell aus und man kann einfach dann ja, letztlich Level überspringen oder eben durchwandern, ohne dass man wirklich die Stärken aufbaut, also dass man die Crusader wirklich stark genug hat, weil eben hier einfach ein absoluter Prozentwert von der Gesundheit, unabhängig vom wirklich verfügbaren Schaden, den man machen kann, ja, einfach auf die Monster ausgeübt wird. Ich werde das auch nochmal dann dort als Beitrag ins Forum posten, also zumindest bei Steam in den Community Hub und zur Diskussion stellen. Und ja, ich bin gespannt. Also viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren. Vielleicht findet ihr ähnliche interessante Mechaniken, die eventuell aber spielverändernd sind. Das heißt, die eigentlich das Spiel brechen, weil letztlich damit die reguläre Spielmechanik ausgehebelt wird. Soweit für heute und viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!